Salvete, Freunde! Willkommen zurück zum Pokémon Let's Go! Evoli, hier ist wieder der Medi. Ach ja, wie schön ist das. Professor Eich möchte, dass wir seine Bälle anfassen. Das machen wir doch gerne. Ich berühre erstmal die beiden anderen. Ey, du! Sieht nicht so aus, als würde es dir eine die Wahl lassen. Tja. Dann eben nee. Na, Bursche? Du hast das Evoli als dein erstes Pokémon erhalten. Ist ungewöhnlich, dass ein Pokémon einfach nach Lust und Laune aus seinem Pokéball hüpft. Aber es hat dich offenbar ins Herz geschlossen. Wie wär's, wenn du ihm einen Spitznamen gibst? Ja? Möchtest du ihm Evoli einen Spitznamen geben? Natürlich. Ich weiß genau, wie ein Evoli heißen muss. Und jedes Evoli muss einfach Anubis heißen. Das ist Regel. All of them Anubis. Das muss so. Anubis. Da. Gott des Todes und der guten Laune. Anubis wurde in dein Team aufgenommen. Oh ja. All of them. Anubis. Ah, ich nehme das Pokémon hier, Professor Eich. Urs, der Held Pikachu von Professor Eich. Hi. So ein niedliches Pokémon. Ich habe mir schon immer ein Pikachu gewünscht. Ein Trainer-Neuling, der sein erstes Pokémon eigenhändig fangt. So etwas habe ich selbst noch nie erlebt. Dann bist du aber... Ich dachte, sowas ist gang und gäbe eigentlich, ne? Ach, guck mal, da wackelt das kleine... Anubis, starr dein Gesicht an. Habe ich da was im Gesicht? Ach, es hat gute Laune, wie gut ist das denn? Anubis dreht sich lächelnd zu dir. Ja, ich find's gut, dass das so kurz in den Pokéball geht. Ich hatte schon so ein bisschen Schiss, dass man sich selber da irgendwo in so eine Sackgasse packen kann. Pass auf, Anubis, wir wollen dich jetzt erstmal wiegen, ne? Vielleicht bist du ja zu fett und dann lassen wir dich einfach hier. So, nein, 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 das ist natürlich ein Witz. Du bist perfekt, so wie du bist, kleiner Wicht. Oh! Oh, einen Moment, eine Sache wäre dann noch. Jetzt, wo ihr richtige Pokémon-Trainer seid, habe ich eine Aufgabe für euch. Ich möchte, dass ihr etwas auf eure Reise mitnehmt. Aha. Was ist das, Professor? Das, mein Lieber, ist ein Pokédex. Ich habe ihn selbst entworfen. Und du bist ein dummes Kackblack, dass du das nicht weißt. Darin werden automatisch Daten zu den Pokémon aufgezeichnet, denen ihr auf euren Abenteuern begegnet. Er ist eine Art Hightech-Lexikon, das seine Seiten selbst mit Inhalt füllt. Hier, Medi und Urs, diese beiden Exemplare schenke ich euch. Bitteschön. Du erhältst einen Pokédex von Professor Eich. Ach, du glaubst es ja nicht. Die gesamten Daten eines Pokémon erfasst der Pokédex übrigens erst, wenn man es gefangen hat. Es reicht also nicht, es nur gesehen zu haben. Wisst ihr, ich träume schon seit einer langen Zeit davon, einmal einen vollständigen Pokédex in den Händen zu halten, Informationen zu sämtlichen Pokémon dieser Welt jederzeit griffbereit. Aber ich bin inzwischen zu alt, um die unzähligen Pokémon selbst zu fangen. Solche Abenteuer sind nichts mehr für meine müden Knochen. Deshalb möchte ich, dass ihr zwei meinen Traum verwirklicht und den Pokédex vervollständigt. Mit dieser Arbeit werden wir Geschichte schreiben. Also macht euch schon auf den Weg, das Abenteuer wartet auf niemanden. Boah, unser eigener Pokédex. Boah, Mann, wir werden auf unserer Reise so vielen Pokémon begegnen, das wird super. Ich kann nicht länger warten, ich mach mich gleich auf die Socken. Wir sehen uns bestimmt irgendwo draußen, oder? Lass sie nicht hetzen, bis später. Ach, okay, keine Prügelei im Labor. Was wäre denn hier drin gewesen? Das ist ein Pokéball, darin befindet sich ein Pokémon. Forever Alone, was auch immer da drin ist, das tut mir irgendwie auch leid. Okay, können wir jetzt hier auf den Pokédex zugreifen? Guck mal einer an. Aber ich speichere erstmal. Ach, wie knuffig ist das denn? Ey, wenn wir jetzt nicht so böse gucken würden, wäre das ja vollkommen schön. So, hier ist meine ID-Nummer, falls ihr damit was anfangen könnt. Ich habe keine Ahnung, ob man damit was machen kann. 618717. Auch bekannt als Sträflingsnummer. Team. Gucken wir uns mal die kleine Stulle hier an. Name ändern, das geht jederzeit? Das ist eigentlich mal nicht schlecht, ne? Ich meine, warum auch nicht? Warum auch nicht? Ich meine, warum auch nicht?
Du musst doch nicht zu irgendeinem Fritzen hingehen, obwohl vielleicht hat er ja so ein Namenslexikon von allen und der gehört irgendwie zum Amt oder sowas. 0,32 Meter Gewicht, 6,50 Kilo. Also, ist es so, dass die Pokémon selber ein Gewicht haben und das von Vieh zu Vieh unterschiedlich ist, finde ich eigentlich auch sinnvoll. Weil du kannst ja nicht hinschreiben, dass jedes Pokémon gleich schwer ist. Ich meine, bei Pokémon Go war das ja manchmal so, dass diese ganzen Werte jetzt irgendwie nicht zueinander gepasst haben. Aber wenn die da so einen richtig guten Algorithmus haben, warum nicht? Wesenscheu, ist kleiner Feigling, ne? Ist mit Hilfe einer mysteriösen Kraft in die Kanto-Region gereist. 17.11.2018, Herkunft Alabastia, mit Level 5 erneut zu dir gestoßen, nickt oft ein. Also so ein kleiner Weichei, kleines Weichei, das den ganzen Tag am Pennen ist. Ist okay. Ah, okay. Was heißt denn hier markieren? Ach, Favorit. Ah, sollen wir Evoli mal markieren? Nee, lieber nicht. Da kommt nur wieder die Peter an und sagt, was machen Sie denn da? Ich guck trotzdem mal den Pokédex an. Wir haben ja Zeit, Leute. Wir wollen das Spiel ja auch genießen und nicht durchrushen. Ihr kennt ja mein Habitate. Ach, oh Gott. Habitate. Oh la la. Wir haben einen Gast aus Rom. Ach, wir können hier theoretisch noch eins fangen. Das ist ja geil. Dann haben wir hier ein zweites. Ich guck mal mir mit die Daten an. So. Größe 0,3 Meter, Gewicht 6,5 Kilo. Ah, aber die Nachkommastellen waren anders bei meinem gewesen hier. Rekordmaße. Oh mein Gott. Ulala. Es kann sich auf verschiedene Weisen entwickeln. Evolis genetischer Code ist der Schlüssel für das Geheimnis der Entwicklung von Pokémon. Ach, gut. Ich mochte übrigens das System, dass die Tiere, also die Pokémon, hinter dir herlaufen. Das war auch mein ausschlaggebendes Kriterium, warum ich, wie hießen die noch? Heart Gold und Soul Silver so gut fand. Oh, das ist ja ein süßes Pokémon. Das hat dir bestimmt der Professor geschenkt. Moment, was sagst du da? Du hast es ganz alleine gefangen? Da bin ich ja sprachlos. Und wie heißt das Kleine? Ah, Anubis. Wirklich niedlich. Hui, es ist ja ganz schön lebhaft. Ihr beiden werdet euch jetzt in euer Abenteuer stürzen, habe ich recht? Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Deshalb habe ich das für dich aufbewahrt. Du erhältst eine Karte von deiner Mama. Das heißt, alle Fan-Predictions, was zwischen dem Protagonisten und der Schwester von Gary läuft, sind alle ad acta zu legen. Schade eigentlich, ne? Weil da kann man eine Fanfiction rausschreiben. Wenn du einmal wissen willst, wo genau du gerade bist, musst du einfach nur einen Blick auf die Karte in deinem Beutel werfen. Na gut, dann wünsche ich euch beiden eine gute Reise. Passt auf euch auf. So, jetzt wird es aber mal Zeit, dass wir mal ein paar Gegner verprügeln hier, finde ich. Warum auch nicht, ey? Na, Digga, hast Bock? Guck mal, der hat Bock. Guck mal, wie viel Bock der hat. Anubis stand in die Schatten, die Wolken auf den Boden werfen. Das ist... Ich glaube, die haben extra so eine literarische Abteilung, die das möglichst niedlich da reinschreiben. So, liebe Schwester. Oh, du und Urs habt also beide ein Pokémon erhalten. Das freut mich für euch. Kann ich eigentlich bei Urs ein Zimmer? Ne, Urs hat kein Zimmer. Urs schläft hier vorm Schrank. Deswegen guckt er auch so böse. Was für Geld die Mutter eigentlich auch haben muss, ne? Dass wir da zwei Zimmer haben. Aber guck mal, das hat eigentlich ein Dachgeschoss, nicht wahr? Oh, Mann. Und die laufen hier so rum? Oh mein Gott, ich werde von der Ratte eingefallen. Hol den Notarzt. Okay, ich werde dich sowas von verprügeln. Ein wildes Radfratz erscheint. Alles klar, ich darf das nur fangen, ne? WP, Wettkampfpunkte ist das wahrscheinlich, ne? Ich drücke mal auf Hilfe. Nein, ich will nicht ein Tutorial für Pokebälle, ich will... Was will ich eigentlich? Okay. Ja, ihr habt es gemacht. Oh, wunderbar! Jetzt aber mit mehr Schmackes. Das ist daneben gelaufen, ist okay. Ich ziel jetzt. So. Jetzt ziele ich. Wups! Ach, genau. Man muss dem Tier die Nase brechen, nur dann geht's. Yeah! Klasse! Radfratz wurde gefangen. Bonus-Multiplikator 1,5. Neues Pokémon, guter Wurf, Wurftechnik. Eieiei. 12 Erfahrungspunkte. 12 Erfahrungspunkte erhalten, das finde ich gut. Das heißt, wir müssen dem Fritzen jetzt auch einen Namen geben. Für Radfratz wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es knabbert mit seinen zwei Nagezähnen alles und jeden an. Stößt man auf eines, findet man sicherlich 40 weitere in der Gegend. Okay.
ist Radfratz eine Maus, 0,3 Meter groß, 3,5 Kilo schwer. Animationen ansehen, das geht auch. Warte mal, das ist ja geil. Nächste Animation. Wow. Okay. Goldkrone. Ja. Radfratz wurde in dein Team aufgenommen. Dem müssen wir dann jetzt aber auch einen neuen Namen geben, ne? Ach, ich drücke die ganze Zeit auf Plus, aber eigentlich muss ich auf X drücken. Wir wollen ja schöne Namen hier haben, weil sonst haben wir ja keine emotionale Beziehung zu dem Tier. Okay. So, das ist anstrengend hier zu schreiben. Ich weiß auch nicht warum. Kabelsalat. Wäre für den Tangela wahrscheinlich besser, aber ist okay. Kabelsalat. Anubis und Kabelsalat. Beide sind so dabei. Was kann ich hier eigentlich machen? Kann ich da mein Evoli pudern? Nee. Bisher kann ich noch nichts machen. Oh, oh. Was ist hier denn los? Nehmen wir mal das Knofenser hier mit. Der ist gut. Ein wildes Knofenser erscheint. Den will ich im Team haben. So, Brudi. Jetzt einmal Augenbrauen zusammen. Und los geht's. Halt volle Möhre abgewählt, ne? Das ist... Ob du es weißt oder nicht, aber du bist jetzt schon dabei. Eine solche Kampfkraft kann einfach auch nicht ungesehen kann ich nicht ungesehen vorbeiziehen lassen. Das wollte ich sagen. Okay. 12 Erfahrungspunkte. Und dafür kriegen meine Bande dann Erfahrungspunkte. Okay. Alles klar. Für Knofenser wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Knofenser! Pflanzegift ist ein Blumen-Pokémon, 0,7 Meter groß, 4,0 Kilo schwer. Und ich habe ein besonders kleines Exemplar gesammelt. Ist aber okay. Knofenser bevorzugt einen warmen und feuchten Lebensraum. Es ernährt sich von kleinen Käfer-Pokémon, die es mit seinen Ranken fängt. Okay. Ich würde gerne dem Tier jetzt auch einen Spitznamen geben. Darf ich? Ach, ich drücke wieder. Ich drücke die ganze Zeit Start und es ist einfach immer falsch. Kann ich eigentlich, wenn ich das so mache, kann dann so ein Knofenser in dem herlaufen? Nee. Der derpy Guy, der da mit dem Knofenser durch die Gegend wackelt. Name ändern. Da weiß ich ganz genau, wie das heißen soll. Okay. Sauglocke. Ja, über die Silbengrenzen müsst ihr euch selber im Klaren sein. Ob das jetzt eine Sauglocke ist oder eine Sauglocke. Aber ganz bestimmt ist es keine Saugglocke. Also von daher, sonst hätte ich das ja auch geschrieben. Ja, die Sauglocke ist auf jeden Fall dabei. Aha, guck mal, das Taubsi hier ist direkt stiften gegangen. Hat Angst vor mir. Ein wildes Taubsi erscheint. So, Digga. Ich werde es irgendwann lerne ich. Ich bin einfach zu blöd dafür. Ja, so ist gut. Ich glaube, wenn ich hier mal gegen Legendäre kämpfen, in Anführungszeichen, muss, dann wird das nochmal richtig anstrengend. Klasse! Taubsi wurde gefangen. Yes. 13 Erfahrungspunkte erhalten. Taubsi. Für Taubsi wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Ein sanftmütiges Pokémon, welches lieber Sand zum Schutz aufwirbelt, als zurückzuschlagen. Ein Kleinvogel, 0,3 Meter groß, 1,8 Kilo schwer. Und wir haben ein großes Exemplar erwischt. Geringfügig größer als all seine Verwandten. Das finde ich cool. Wir müssen alle anderen auf dem Familienfoto immer so ein bisschen in die Hocke gehen. Oder... Nee, sich ein bisschen auf die Zehenspitzen stellen. Was laber ich denn wieder? Ja. Staub. Staubsack. Staubsack. Das ist gut. Das ist der Staubsack. Anubis, Kabelsalat, Sauglocke und Staubsack. Ich finde Sauglocke ist einfach ein wunderschöner Name. Ja. Sind denn jetzt noch mehr Jungs hier?
Und ich liebe einfach die Musik auf der ersten Route. Ach, Evoli hat jetzt ein Ausrufezeichen über dem Kopf. Jetzt wird's ernst. Vielleicht ist das eine Vietcong-Ratte. Mal gucken. Aber wir nehmen sie einfach mal mit. Einfach fabelhaft, Leute. Grandios. Besser kann's nicht laufen. Boots, Junge. Klasse. Radfratz wurde gefangen. Alter Schwede, guckt euch mal den Multiplikator an. Erfolgreicher Fang, fabelhafter Wurf mit einem Wurf, Wurftechnik und eine Beere noch gekriegt. Ich ahne es wohl. Und diese Regenbogenfarben bei Level plus 1. Anubis lernt Ruckzuckhieb. Yeah. Kabelsalat erreicht Level 4. Sauglocke erreicht Level 4. Und lernt Wachstum. Ja. Das ist das Beste, wenn du eine Locke hast, die muss einfach wachsen. Ah, okay, kriegen wir jedes... Das ist ein Riesenvieh, habt ihr es gesehen? Okay. Ich werde übrigens nur das erste Wesen einer Spezies benennen. Der Rest wird einfach hinher geschreddert wahrscheinlich. Tut mir leid, aber das ist so ein bisschen der Weg. Na, Digga, was hast du denn auf dem Herzen? Anubis hat unter den Pflanzen etwas gefunden. Du erhältst eine Himbeere von Anubis. Das ist sehr cool. Du verstaust das Item in der Fangtasche. Ist hier nur einer? Ja. Ein wildes Knofenser erscheint. Ja, wunderbar. Wenn unser Protagonist noch die Pubertät hinter sich gebracht hätte, dann könnte er theoretisch Sauglocke noch ein bisschen, instrumentalisieren, würde ich jetzt fast mal sagen. Aber ich finde, das gehört nicht in ein Kinderspiel rein. Yes! Staubsack erreicht Level 5. Okay, und so geht's dann weiter. Ja, nee, ich will das nicht im Team haben. Ach, da kriege ich ja noch nicht mal... Warte mal, nur wenn ich ein Tier habe, das größer ist als das, was ich schon besitze. Tier, sag ich schon, Pokémon. Dann wird das nochmal angezeigt. Finde ich eigentlich ganz sinnvoll. Finde ich ganz sinnvoll. Bong! Schnabelbruch! Das sieht immer so brutal aus, finde ich. Nimmst du so einen Ball und haust ihm das direkt auf die Nase. Bang! Er ist so ein bisschen wie Super Punch Club hier auch, ne? Yes! Anubis erreicht Level 7. Sauglocke, Level 5. Boah, sind wir stark, ey. Du hast Taubsee in deiner Pokémon-Box gelagert. Oh ja. Na, hast du keine Mutter? Boah, ey, was hast du denn da für ein cooles Pokémon? Ich hol nachher mein Lieblings-Pokémon, da können wir kämpfen, Junge. Okay, nachher machen wir nicht mehr heute, machen wir später. Also, wahrscheinlich passiert das einfach nie. So von wegen, ja, gleich kommt mein großer Bruder und haut dir eine. Aber das ist einfach, wird einfach niemals passieren. So, Kinder, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, da kommt eine Ratte.